Advent, dieser ja, Kartenplaner für Animal Crossing New Horizons. Ja, es ist in 4 Tagen endlich soweit. Kommt Animal Crossing New Horizons auf den Markt oder er erscheint, ja, kommt einfach raus. Und ich wollte jetzt mir die Zeit halt so vertreiben und uns halt die Zeit vertreiben. Und ja, und wir designen unsere Insel, also unser Hyrule in unsere Insel Hyrule. Ja. Wie man merkt, ich mache das immer Hyrule. Hyrule ist einfach meine Stadt. Aber naja. Wir designen das hier so, wie wir es möchten. So wie es dann später aussehen könnte. Ich halte mich sicherlich nicht an den Plan, das werde ich merken. Aber ja, ein Versuch ist es ja wert. Und wir haben jetzt hier, ich glaube, eine zufällige Map. Eine zufällige Map halt. Und ja, wir können hier vieles machen. Wir haben hier ja, könnten jetzt alles wegmachen und das noch ein bisschen anders machen und so. Aber ich finde hier. Also ist eigentlich der See schon ziemlich gut. Wenn man hier noch da diese eine hochheben da machen würde, dann würde es mir noch mal gefallen. Also ihr könnt es ja machen, wie ihr möchtet. Also, ja, freut ihr eigentlich schon auf das Game und jetzt ich mich da ver. Hätte ich das denn vorgewusst, Alter. So. Dann hier eine Hochebene. Weil hier wäre es ja schön, wenn man halt hier so eine Hochebene hätte. Da könnte dann das Haus stehen. Oder man könnte da so einen Platz schaffen, wo man dann auch entspannen kann. Oder ob die Bewohner dann da auch hingehen. Wenn sie entspannen wollen, wäre dann eine coole Idee, oder nicht? Nicht abgeguckt von dem Musischen, aber ich fand die Idee eigentlich ganz süß. Oder man macht hier einen Campingplatz hin auf dieser Hochebene. Auf dieser einen Hochebene. Ja. Aber wenn man. Das könnte ja auch noch eine Hochebene sein. Ich markiere mir jetzt erstmal nur, was ich jetzt als Hochebene haben möchte und was nicht. Was halt normal sein soll. Und wenn man hier so wie Berge machen würde, das fände ich am schönsten, wenn hier so wie hier noch so eine Hochebene wäre. Hier dann Wasserfall, so wie wenn es so funktioniert natürlich. Das ist, kann ich jetzt noch nicht wissen. Bisschen zu viel, aber das ist jetzt nur angedeutet, dass hier die Hochebene sein soll. Ja, das ist hier halt bis nach da oben die Hochebene stattfindet. Sieht das gut aus? Ich hoffe. Ich glaube ja. Ja. Dann möchte ich hier noch ein bisschen mehr. Also ein See. Und das wäre hier schön, wenn es halt hier so wie ein Wasserfall wäre, dass es hier einfach runterlaufen würde. Das doppelte Hochebene, aber irgendwie finde ich das am schönsten, wenn man eine Hochebene bauen kann. Das finde ich eigentlich am schönsten. So. Dann habe ich eigentlich schon den Grundbau gelegt. Man könnte eigentlich hier alles zu einer Hochebene machen, so die Grund und dann so.
Aber wie gesagt, man könnte jetzt hier noch viele Hochebenen machen, aber irgendwie finde ich das hier schöner, wenn hier ein Wasserfall ist, wenn man da noch was hin tun würde oder ein paar Bäume. So eine schöne Natur eben. Oder hier halt ein Campingplatz oder so. Aber die. Mir gefällt hier gerade nicht den See hier, den möchte ich hier weg haben. Denn der ist am besten aus. Platzieren wir doch mal jetzt die ersten Sachen. Fangen wir mal mit dem Flughafen an, den ich gerne hier hätte. Da wird hier halt hier. Dann das Zelt vom Tom Nook. Das machen wir hier. Hier so am Anfang hin. Also hier so. Dass das da in der Ecke ist. Und dann kommt das Rathaus. Also, das ist jetzt nur grob, wo ich es hinstellen würde. Es kann so oder so stehen. Bestimmt ändert sich das, weil es ist ja bestimmt nicht die Karte, die wir dann haben. Weil die wird bestimmt anders. Ne? Also ein bisschen anders von der Struktur her. Oder die gefällt mir nicht, die ich hier gemacht habe und dann ja. Aber irgendwie wäre es doch hier am Anfang richtig gut, wenn man hier wenn, so in der Nähe des Flughafens dieses Rathaus haben. Hier ist der Campingplatz. Den würde ich hier hin tun wollen, weil der hier am besten steht. Dann kommt die Einkaufsmeile. Da bin ich mir jetzt noch ganz unschlüssig. Weil hier nicht so viel Platz ist wegen dem. Ja, wegen dem Fluss. Oder wir machen die Einkaufsmeile hier hin. Auf dieser Hochebene. Also hier das Museum. Dann die Schneiderei. Ich müsste es andersrum sein wie in New Leaf, hätte ich das irgendwie gerne. Wenn hier, dann müsste Nooks Laden hier hin. Und dann. Ne, es ist die Schneiderei. Ups. Uppala. Ah, hier, man muss nur draufklicken, okay. Dann kommt Nooks Laden hier hin. Und dann ist hier. Die Schneiderei. Ja. Ja, hier kann man noch einen Leuchtturm hinsetzen auf den Strand. So. Ja, dann kommen noch die Brücken. Sonst fällt man ins Wasser. Das wollten wir eher vermeiden, dass hier irgendjemand ins Wasser fällt. Das wäre nicht so witzig. Hier eine Brücke. Müssen wir die Ebene ein bisschen erweitern. Hier. Dass hier das halt mit der Brücke verschmelzt. Hey. Jetzt kommt. Also die Häuser der Bewohner. Ich würde aber die Bewohner gerne überall mal hinsetzen. Also nicht in einer Reihe oder so, das wäre ja langweilig, dass zum Beispiel hier ein Bewohner wohnt, der eine hier. Das ist halt irgendwie. Halt irgendwie so. Dass zum Beispiel auch hier jemand am Fluss wohnt. Könnt ihr euch an das Let's Play von Nintendo erinnern? Da hat doch die Kiki, glaube ich, diese Maus hier an einem Seeteil gewohnt, also nicht so wie es jetzt gerade ist, aber so erinnert mich das gerade. Und dass hier zum Beispiel noch ein Bewohner, sind es jetzt 10 oder 8 Bewohner? Und hier zum Beispiel noch ein Bewohner, dass sie halt irgendwie auf der Map verteilt wohnen und zum Beispiel hier einer in der Nähe ist. Ja. Das Haus kann man ja, wenn man, das wäre schön.
Bis mir irgendwann nicht mehr gefällt. Ja, bis es mir eben nicht mehr gefällt, aber da kann man ja noch was ändern. Aber irgendwie. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich würde jetzt gerne hier ein bisschen den kleiner machen. Das ist ja nur angedeutet gerade. Das hier halt so ein See ist. Das Haus steht dann hier, so in dem Bereich hier mit an dem See und so und halt da, wo der Wasserfall ist. Das finde ich am schönsten. Das finde ich generell so. Finde ich am schönsten. So, dass da halt hier der See ist und da ist das Haus. Ja, was ist das für ein Ne. Und jetzt kommen hier noch ein paar Bäume hin. Ich werde, glaube ich, viele Obstbäume pflanzen, wie in New Leaf. Da habe ich ja auch fast überall Bäume gepflanzt. Orangenbäume und sowas da. Weil ich irgendwie immer Geld verdienen wollte, deswegen, das ist irgendwie eine Tradition, dann, dass da überall Bäume sind. Aber vielleicht können wir ja hier bei dem Campingplatz so ein paar Tannen hinsetzen. Nicht nur Obstbäume, sondern auch ein paar Tannen, dass das halt aussieht wie ein Wald. Zum Beispiel so, wie das jetzt hier. Sieht eigentlich ganz schön aus. Und hier wieder am Strand ein paar Tannen. Also hier die Tannen hingeklatscht. Richtiges Hawaii-Klima, überall Palmen. Finde ich eigentlich, dass die Insel schon fertig ist. Also, ach so, nicht zu vergessen den Weg natürlich und die Hochebene, also wo man dann auf die Hochebene kommt, also auf die Hochebenen kommt. Hier kommt eine Treppe, hier werden wir eine Treppe hinsetzen und hier. Dass man hier halt auf die Hochebenen kommt. Dann die Wege. Ist das jetzt der Weg oder nicht? Ein bisschen dicker. Ups, das war jetzt zu dick. Ein bisschen dünner. So, hier. Das ist auch so ein schöner Steinweg. Das ist aber auch schön. So ähnlichen Steinweg. Ich kann mit dem nicht umgehen. Ich hätte gerne jetzt ein Grafiktablet, dann ging es einfacher. Das kann ja dauern, bis ich das endlich hinbekommen habe. Ich beneide jeden, der ein Grafiktablet hat. Entfernen mal. Und dann geht das hier zum Rathaus. So, dann haben wir hier zum Rathaus. Und dann geht es vom Rathaus. Der gute Baum auch mal weg. Zu der Brücke. Und von der Brücke aus.
zu dem ersten Bewohner, den wir hier haben. So, das ist dann hier der Weg zu dem Bewohner. Dann, ich hätte erst den Weg setzen müssen und dann die Bäume. Das wäre einfacher gewesen. Und dann gehen wir dann hier hoch zu der Treppe. Dann ist hier der erste Weg fertig. Man könnte jetzt noch sagen, dass man das hier auch nochmal macht, auf der anderen Seite zu der Treppe und dann hier das mit dem Weg verbinden. So, dass es hier von beiden Seiten erreichbar ist. Mache ich den. Ja. Dann hier von dem zu dem, dem zweiten Bewohner. Obwohl, wir brauchen dann noch eine Brücke für den anderen Bewohner. Dann kann man hier von der Treppe zum Museum und dann hier noch zu den anderen Sachen. Dann von hier zu dem einen Bewohner. Ja, der Weg ist ein bisschen dick, aber ich deute das jetzt einfach nur an. So, und dann hier zu der Treppe und hier dann auch zum Bewohner, der dann hier sein wird. Könnte hier sein. Sondern hier ist dann halt wohl. Da brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt einen Weg. Vielleicht so einen Anfang vielleicht. Anfangsbereich. Das jetzt nicht, das wollte ich nicht. Naja. Lassen wir das einfach jetzt so stehen. Er wollte jetzt gerade nicht, was ich jetzt nicht verstehen kann. Warum er es hier jetzt nicht will und dann irgendwo anders doch. Kann ich gerade nicht verstehen. Aber okay. Dann müssen wir hier auch noch eine Brücke hinsetzen, damit der eine Bewohner nicht abgeschattet ist von den anderen. So, dann haben wir hier eine Brücke und tun dann den Weg fortsetzen. Für den Bewohner. Und dann kann man noch hier sagen, man geht hier dann noch zur Hochebene. Ja. Geht man hier noch zur Hochebene. Ja, dann sind ja wir dann auch fast fertig. Weil wir hier fast alles jetzt haben. Eigentlich könnte ich mir so die Stadt vorstellen, wenn man hier noch hier vielleicht noch ein paar Tannenbäume, vielleicht noch ein paar Sträucher, also ja, ein paar Sträucher hier, ein paar Sträucher hier und so. Also alles so Natur. Ja. Und so sieht jetzt unsere Insel aus. Da außen. Diese arme Insel. Aber okay. So würde ich jetzt mir jetzt meine Stadt oder so vorstellen. Also nicht die Stadt, sondern halt. Die Insel halt so vorstellen, so könnte sie aussehen. Bestimmt werde ich im Spielverlauf das noch anders machen. Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt wirklich an den Plan halten würde, aber
Ich würde halt auch ich würde jetzt wie in Juliv halt im, ja, also im, ja, den Strand halt so mit den Palmen bepflanzen. Den Leuchtturm würde ich da auch gerne hinsetzen. Also man hätte noch für den einen Bewohner noch eine Brücke hinsetzen müssen. Das können wir ja noch machen. Der arme Bewohner hat einfach keine Freunde. Traurig. Ist echt traurig. So, da ist eine Brücke. Dann tun wir da noch den Weg da. So, dann hat der Bewohner, braucht dann noch einen Weg. Machen wir mal vom Rathaus. Hier ein bisschen durch die Pampa. Soll jetzt nur angedeutet sein. So. Und dann hier zum Bewohner. Aber ich finde es eigentlich sehr schön. Also wenn das halt mehr Bäume und so. Ja. Also auch kommen ja da bestimmt noch Gegenstände hin und die können am Strand auch so gut aussehen. Oder halt, wo man sich dann sagt, da wird jetzt das Haus stehen oder so. Darauf freue ich mich schon sehr, das so zu machen. Ich glaube, ich werde hunderte Stunden damit verbringen, aber nicht nur off-cam, sondern vielleicht auch im Let's Play. Also ich bin mal gespannt, ob ihr das haben möchtet, weil ich habe wieder verpeilt, noch ein Video hochzuladen. Ich hätte eigentlich noch ein Video, wo ich was darüber erzähle, aber jetzt dachte ich mir, machen wir die Stadt oder eher unsere Insel, so wie wir sie haben könnten oder wie ich sie mir jetzt so vorstelle. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr das Let's Play wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir können immer noch was ändern. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt wirklich an den Plan halten müssen. Es ist jetzt nur ein Grundbaustein, dass halt zum Beispiel das Rathaus in der Nähe des Flughafens ist, halt oder vom Flughafen gut erreichbar ist oder so. Dass man gleich da zum Rathaus geht. Das ist wie in Juliv, dass man, ja gut, das ist nicht öfter so, aber dass man da gleich zum Rathaus kommt oder so. Also so hätte ich es mir gewünscht, in Juliv einfach das Rathaus fast neben dem Bahnhof oder so. Aber ja, das ist bei der Fundgrube gewesen. Irgendwie vermisse ich die Fundgrube. Das fällt mir ein. Da ist die Fundgrube nicht mehr da. Aber es gibt ja noch Tom, also von Tom Nooks Enkel da, wo man es noch verkaufen kann. Naja, ich freue mich schon auf Animal Crossing New Horizons. Es sind noch 4 Tage. Oder 3. Kommt jetzt drauf an, weil ich das Video hochlade. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.